Willkommen noch einmal zurück nach Shrouded Hill zu meinem Let's Player Kanon. Das letzte Mal haben wir eine wunderschöne Niederlage im Kampf gegen diese Banditen erlitten, was nicht sehr gut ist. Was wir machen müssen, ist uns etwas besser vorbereiten. Wir schauen mal an. Hast du dieses dicke, fette Schwert mit viel Schaden, aber du hast eigentlich keine Rüstung. Aber wir haben auch kein Geld mehr für diese Rüstung, die du bräuchtest so dringend. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir die Rüstung da. Schauen wir mal an, was du kannst. Wozu haben wir sonst so ein Character Sheet? So, du bist Level 2. Das ist nicht so weit wie Virgil und ich. Virgil ist schon Level 5. Okay. Große Strength. Dexterity ist auch nicht schlecht, aber Intelligence ist natürlich eher mies. Naja, gut, das ist ja noch ein Halboger. Ah, Melee und Dodge kannst du aber immerhin. Das ist schon ganz gut. Sonst kannst du nicht wirklich was. Vergleich zu Virgil. Wieso Perception 7? Ah, vielleicht weil er einen Helm trägt. Wieso hat der Picklocks eigentlich? Heal? Ah, Dodge und Melee ist schon gut bei ihm jetzt. No gut. What is it that you want of me? Ich glaube, man kann ihnen das auch beibringen, wie man es einem selbst beigebracht. Er könnte Apprentice werden in Melee, wenn ich das jetzt schon gelernt habe. Nö, I must be going. Oder vielleicht auch nicht. Na gut, was wir auf jeden Fall machen könnten, rein theoretisch, wäre, sie mit Dynamit zu beschmeißen. Beziehungsweise, der hat da. Das hier. Und das könnten wir uns da. Was ist das? Explosive Grenade. Und eine Stun Grenade, sogar zwei. Und eine Dynamitstange. Das könnten wir eigentlich einsetzen gegen die. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlecht. Kommt mal mit ihr zwei. Wenn ich da direkt vor denen steht. Wenn ich das jetzt mal hinwerfe. Und mal so eine Explosive Grenade. Oh. Okay, das war schon mal ein guter Start. Der mag uns nicht. Ah, und der ist auch schon ein wenig angeschlagen. Ah, wir hätten zuerst zaubern sollen. Wir sind so dumm. Ich hätte mir diese Dings, die Agility of Fire, gleich geben sollen von Anfang an. Boah, bist du wahnsinnig. Die hauen drauf. So, na dann, jetzt stehen sie gut. Machen wir mal da eine Feuerwand. Und wir trinken mal sowas. Und der ist schon fast hinüber, das heißt, wir greifen den an.
Wow. Bist du wahnsinnig. Okay, wir brauchen so einen Trank. Zweimal. Uff. Wir scheinen sie besiegt zu haben. Können wir das so machen? Könnte ich bitte wieder aufstehen? Hey, wir haben sie besiegt. Wir sind so gut. Ah, das mit der Granate war ein kluger Zug, glaube ich mal. Durchsuchen wir die mal. Hallo? Na, immerhin. Eine große Rüstung. Und noch eine große Rüstung. So, mein lieber Freund, jetzt hast du gleich eine bessere Ausrüstung. Jetzt haben wir einen Ring, einen Schlüssel. Eine Sweet Jacket. Und einen Copper Ring. Das war's. Mehr nicht. Können wir diesen Schlüssel verwenden? Ah, das wollte ich ja gar nicht. Stop, stop, stop! Back off. Back off. Ach Gott, ihr Deppen. Okay, wo ist der Schlüssel jetzt hin? Na gut. Kannst du was für mich machen? Wie geht denn das? Irgendwie kann man ihn dazu bringen, dass er das Pickpocket einsetzt. Ja, wurscht. What is it that you wanted me? Can I ask some other questions? I need healing. Yes, of course. What would you like me to do? Just leave the group, move away. What is it that you want of me? Können wir versuchen, es aufzumachen? Nein, das wollte ich nicht. Disarm Trap, Pickpocket, Prowling. Ja. Und vor allem, wo ist jetzt der Schlüssel hin? Mal kurz alle zur Seite da. Habe ich den Schlüssel verloren? Natürlich. Der Schlüssel ist jetzt irgendwo hier. Das habe ich super gemacht. Ah, da ist der Schlüssel. Könnten wir bitte den Schlüssel auf? Heben. Okay. Dann machen wir was anderes. Komm mit. Und explodiert es. Haben wir gut gemacht. Ich glaube, wir haben den Schlüssel ruiniert. Und die Revolverteile auch. Na super. Wir sind so gut.
Oh, der Schlüssel hat noch funktioniert. Obwohl er hin war. Na gut. Lasst uns mal zum Constable gehen. Der sollte uns eigentlich jetzt eine Belohnung geben dafür, dass wir diese zwei Typen besiegt haben. Gut, das war jetzt eine interessante Sache. Was ist mitten in der Nacht? Bevor ich da rausgehe, möchte ich, dass Tag ist. Haben wir noch irgendetwas hier zu erledigen? Ich weiß es eigentlich nicht. Aber Shrouded Hill sollte bis in alle Ewigkeiten in unserer Schuld stehen, eigentlich, wenn man bedenkt, was wir da alles gemacht haben jetzt. Hallo, Mr. Constable. Hello again, Constable. A pleasure. Have you a moment? Certainly. I've solved your problem at the bridge. Yay! Nicely done. I've offered 50 gold pieces for the job. Here you go. Thank you. One nagging little thing. I'll be taking my leave now. Certainly. I've got some questions. I have something I need to tell you. Nein, wir verpfeifen den nicht. I must take my leave. Und tschüss. Na schau an. Quests. Und wieder eine Quest erfüllt. Completed. Constable Owens needs to remove the Dings da. Mentioned Jungle Dunn wants you to destroy town's steam engine. Gut. Gut. Na dann, Freunde. Auf nach Tarant. Weil hier haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Oder sollen wir noch zuerst das Zeug verkaufen? Ach nein. Ja, vielleicht sollten wir aber so laufen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr wirklich auf Tagesanbruch warten. Weil ich wüsste jetzt nicht genau, wieso ich bei Tag reisen sollte. Wir reisen sowieso Tag und Nacht dann bis nach Tarant. Also, nicht so schlimm. Hier noch irgendwas vergessen? Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was wir kriegen würden? Nö. Na dann. Up and away. Ich glaube, einen Schlüsselbund ist ganz sinnvoll, wenn man sich kauft, weil da sind dann alle Schlüssel drauf, die man findet. Ah, Mr. Radcliffe. What is it you need? The ring, stranger, it's mine and I won't ask for it again. Refuse me and things won't go well for you. Sorry, I no longer have it. Lie. What interest do you have in it? Here you go, give him the ring. I recommend you get the hell out of my way, sir. Ja, schon sehr unhöflich. Sollen wir ihm trotzdem den Ring geben? Oh. Thank you so very much. Oh, there was just one more thing. Yes, what is it? Your death. Na okay, es ist vollkommen egal, was wir getan hätten.
Er hätte uns immer angegriffen. Naja. Das war abzusehen. Das war jetzt nicht sehr erfolgreich. Ah ja, machen wir gleich seine Fahrt auch. Hörst du auf, mich zu schlagen? Hick, you won't be winning any medals fighting like that. Na lustig. Haha, könntest du uns bitte helfen? Sorg? Gibt's ja wohl nicht. Lass doch mich alles alleine machen, mich und Virgil. So, schauen wir mal. Ein Brief. Der Ring. Ah, nochmal so ein Amulett. Das kennen wir ja schon. So, was sagt der Brief? Der IFS C4 has crashed just outside Shrewd Hill. Shrewd Hill. Kill Radcliffe if he's still alive. As we don't know who he's spoken to, kill any other... Was? Survivors. Ist das arg? Die wollen, dass wir sterben. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Sorg, du bist schon ziemlich unnötig, weißt du das? Der hat uns angegriffen. Du hättest uns ruhig helfen können. Na gut, was soll's. Ein Problem mehr, um das wir uns kümmern müssen. Können wir bitte rausgehen aus Shrewd Hill? Danke. So. Da ist Dernholm. Wo ist Tarant? Da ist Tarant. Kann man direkt den Weg nach Tarant nehmen? Jop, schaut gut aus. Na dann, auf direktestem Weg nach Tarant. So, wenn ich mich entsinnen kann, bringt es was, wenn man dann zickzack geht. Ich glaube, für den Baumbeeren brauche ich nicht zaubern, oder? Okay. Das dazu. Dieser Braunbär wird niemanden mehr beschädigen. Wenn man mich herumrennt, dann findet man irgendwelche Sachen auch noch. Ah, Wölfe. Sonst gut sind wir ja nicht im Treffen. Yeah. Dieser Wolf. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, sir. Okay, und weiter geht's. Wir kommen nie in Tarant an, wenn das so weitergeht. Was ist denn das? Das ist auch so ein Mini-Wolf. Hey Sorg, was machst du? Oh, was mache ich? War jetzt auch nicht wirklich besser. Das ist schön, dass du das immer machst, mein lieber Virgil, dann muss ich es nicht machen. So gesehen ist Sorg ein guter Kumpane, weil...
Bis wir in Tarant sind, haben wir die sämtliche Wolfspopulation zwischen Shrewd Hill und Tarant ausgelöscht. Tja. Nö, hey, da ist Torx, Alter. Okay, das ist schnell gegangen. Aber der könnte was dabei haben, was man dann später verkaufen kann. Geht hier da mal weg, bitte. There is nothing to loot, echt jetzt? Frechheit. Okay. Ja, ich habe Wölfchen. Das ist ein bisschen mühsam. Und zwar jetzt schon. Wird das dann erst später, wenn die Wölfe genauso schwach sind und wir Level 20? Seine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön, ja, da kann man was erleben, ja, da kann man auch was sehen. Hollari, hollara, hollari, hollaro, wir sind Tarant. Das ist schön. An dieser Stelle werden wir auch wieder aufhören. Wir warten noch, bis uns Tarant zeigt. Okay, wir haben eine Brücke. Wenn dann ihr heruntergekommenes Viertel, da haben wir eine große Brücke und dann haben wir hier offensichtlich eine Stadt, die recht groß ist. Ich schlafe gleich ein. Das heißt, ich werde jetzt abspeichern. Und euch sage ich vorher noch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Ciao.